Vorne kommt das Schild unbegrenzt. Was geht ab? Euer Harzwader hier wieder am Start. Ja, heute bin ich mal wieder unterwegs mit der BMW S1000 RR. Ja, ich weiß, in letzter Zeit kommen ziemlich wenige Vlogs mit der BMW. Ich muss sie unbedingt mal wieder ein bisschen mehr fahren. Aber ich habe einfach so viel Spaß an der S1000 RR. Ich weiß auch nicht, hätte ich nie gedacht, dass mir Supermoto so viel Spaß macht, dass ich mein kleines Baby ein bisschen vernachlässige. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt in nächster Zeit echt mal wieder ein paar mehr Videos mit der BMW zu machen. Und mit der EX10 muss ich übrigens auch ein paar Videos mal wieder machen. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinfahren will. Lala. Ja, mein Schweißband, da muss ich auch unbedingt ein neues bestellen. Das ist so ausgeleiert. Ich weiß, viele haben letztes Mal geschrieben, nimm einfach ein Gummiband und mach das rum. Aber ich meine, so ein Schweißband kostet 10 Euro. Bestelle ich einfach ein neues und gutes. Das hat jetzt ja auch ein Jahr lang gehalten oder anderthalb Jahre sogar. Ihr fragt euch bestimmt gerade, wo ich hinfahre. Ich bin gerade auf dem Weg zur Schnellstraße, weil ich einfach mal wieder schnell fahren will. Mit der SMCR macht es bis 140, macht es Spaß, danach macht es keinen Spaß mehr. Die ist einfach dafür nicht ausgelegt zum Schnellfahren, die SMCR. Deswegen will ich jetzt unbedingt mal mit der BMW eine Runde über die Schnellstraße hacken. Keine Sorge, wo ich gleich schnell fahren werde, da ist unbegrenzt und es ist jetzt gegen Abend, ist die Straße schön leer. Also alles safe. Aber so ab und zu braucht man schon mal so einen kleinen Geschwindigkeitsrausch. Das ist ja was Schönes. Und das Gute ist, es ist komplett legal. Also jetzt auf der Strecke gleich. Ich hoffe, dass da nicht jetzt allzu viele Autos sind. Aber es sieht gut aus. Es sieht verdammt gut aus. So Leute, bereitet euch vor, es geht gleich noch. Da vorne kommt das Schild unbegrenzt. Diese Nummernschilder sind ja mega geil, ne? Kennt ihr diese Nummernschilder, die bei Nacht so leicht leuchten? Ich weiß gar nicht, wie diese Nummernschilder heißen. Die sind schweineteuer auf jeden Fall. Aber sie sind mega krass. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera so krass rüber. Richtig geil. Ha. So fahren wir mal links hier. Ja, dann noch eine kleine Ankündigung. Das muss ich jetzt mal raushauen. Wir fahren am Samstag. Ja, wir fahren am Samstag nach Dortmund. Zu JP Performance. Mit Toni und dem Multipla. Ich freue mich schon so mega drauf. Ja, wir wollen endlich zu JP fahren. Er hat ja seine neue Butze da geöffnet. Und Toni will da unbedingt hin. Und ich auch unbedingt. Wir wollen ja auch unbedingt seinen Burger da essen. Den Big Boost Burger. Ich bin so gespannt, ob der geil ist. Der muss geil sein. Ja, dann wollen wir uns auch mal das alles so ein bisschen angucken. Ich hoffe ja wirklich, ich hoffe, dass JP da ist. Das wäre mal so krass, mit ihm zu reden. Und es wäre auch mal interessant, einfach seine Meinung oder seine Reaktion auf unserem Multipla zu sehen. Ich meine, der Multipla ist ja echt mega hässlich, aber einerseits auch richtig geil. Aber seine Reaktion wäre echt mega interessant. Deswegen hoffe ich einfach, dass JP am Samstag auch da ist. Das wäre zu geil. Das wäre wirklich zu geil. Toni hat ja immer gesagt, wenn JP da ist, gibt er ihm den Schraubenzieher in der Hand. Soll JP Performance mit dem Schraubenzieher auf der Motorhaube unterschreiben, ne? Das wäre ja mega krass. Aber ich bin gespannt. Also für alle, die den hässlichen Multipla auch mal sehen wollen, oder vielleicht auch mich. ihr könnt ja dann Samstag einfach mal vorbeischauen bei JP Performance.
Ich denke mal, den Multiplayer kann man gar nicht mehr sehen, wenn wir da sind. Bam, badam, bam, 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 bam. Ja, da habe ich ja gestern so ein kleines Treffen gemacht. Ne? Also nichts großartig angekündigt bei YouTube, sondern nur bei Instagram. Deswegen, Leute, alle, die mir bei Instagram noch nicht folgen, unten in der Beschreibung drin, folgt mir da mal. Da gebe ich ab und zu mal so kleine Infos raus, wo ihr mich treffen könnt. Das habe ich gestern auch gemacht. Da hatten wir uns getroffen, sind voll viele gekommen. Ich möchte mal sagen, waren gute 30 Leute da. Naja, es ging aber nicht lange gut. Nach einer Stunde ungefähr kam die Polizei, weil wir ja ein bisschen zu laut waren. Besser gesagt, Kater Hendrik, weil er die ganze Zeit Wheelies gemacht hat. Ja, dann sind wir zu einem anderen Spot gefahren, haben da noch ein bisschen gequatscht und so und haben den Abend schon ausklingen lassen in der Pizzeria. War ganz nett. Ich fand das echt mega lustig, hab das zu Eike auch gesagt. Am Anfang sind so voll viele Leute da, ne? Manche kommen von da, manche von da und manche von daher. Und dann war es ziemlich am Anfang noch so ziemlich ruhig, aber zum Ende hin so alle miteinander am Quatschen. Das finde ich richtig cool. Ich möchte mal sagen, da haben sich so manche Abonnenten kennengelernt, die sich vielleicht die Handynummern ausgetauscht haben und jetzt in nächster Zeit zusammen Motorrad fahren werden oder so. Sowas finde ich cool. Wir haben alle das gleiche Hobby. Und ich finde, da kann man das perfekt austauschen, sich über Motorräder unterhalten und das Geile ist halt, jung und alt reden miteinander zusammen. Sonst ist man ja immer in seiner eigenen Altersschicht unterwegs. Aber ich hatte das nur auf Instagram angekündigt und das auch gegen Mittag. Und es sind echt mega krass viele gekommen, wie gesagt, ich möchte sagen, waren locker 30. Da denke ich mir so, boah, wenn ich jetzt bald ein Abo-Treffen mache, ne, wie viel sollen denn da erst kommen? Und das war ja gestern noch in der Woche, ne? Jetzt stellt euch vor, Abo-Treffen will ich eigentlich am Wochenende machen, wenn richtig gutes Wetter ist. Wie viele Leute kommen denn? Wie viele Leute sollen denn da kommen, ey? Das kann nur eskalieren. Das wird langsam dunkel. Oh, ich muss aber ehrlich sagen, dafür, dass ich heute nur so eine kleine Runde gerade mit der BMW fahre, es macht auf jeden Fall mal wieder richtig Spaß. Ich hätte schon mal wieder Lust, mit der durch den Harz ein bisschen zu prügeln. Ich hoffe ja, dass endlich bald mal ein Racing Carbon Book Spoiler ankommt, ey. Ich warte darauf schon jetzt 3 oder 4 Wochen. Okay, Lieferzeit war ja angegeben zwischen 6 und 8 Wochen. Weil sobald der Book Spoiler ankommt, kann es langsam losgehen mit dem Umbau von der BMW. Und nächstes Jahr wird die optisch ganz, ganz, ganz anders aussehen. Aber da lasst euch überraschen. Wie gesagt, hatte ich ja schon angekündigt, die Videos kommen im Herbst und Winter hin, wo wir die umbauen. Und ja, ich bin selber schon mega gespannt. Ich hoffe, so wie ich es mir das grob vorstelle, dass es auch am Ende echt gut aussieht und nicht, dass am Ende so ein Shit ist oder so. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn nicht so viel passiert ist. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like und einen Kommentar freuen und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal und ich bin echt mal gespannt, wen ich alles in Dortmund so antreffen werde. Also, wir sehen uns Samstag oder so oder am nächsten Vlog. Also bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.